wollte eigentlich sowas sagen wie Half-Life 2 lässt grüßen. Double KO. Der Drecksack. Der Drecksack. Okay. Okay. One last thing. There's a trap in there to keep inmates from sneaking out. What, say what now? So, let's try this again. Nur weil es uns Spaß macht. Den Double KO finde ich lustig hier. Da kommt schon noch einer. Ah, das war eigentlich ganz gut. Warte mal, was kann man hier noch greifen? Ne, das ist öde. Ja! Alter. One last thing. There's a trap in there to keep inmates from sneaking out. What, say what now? Okay. So, ich probiere das nochmal. Kommt der hier raus? Und das ging noch daneben, aber egal. Der kommt gerade zurück, dann probieren wir es hier nochmal. Noch nicht, warte. Ich glaube, wir können einfach jetzt mal. Okay. Knappe Kiste, aber es ist geschafft. Ich hoffe, es gibt einen Checkpoint. War eine lustige Stelle, aber muss ich jetzt nicht nochmal machen. Geile Aussicht sehe ich. Ich sehe den Jupiter. That's one hell of a view. Yeah, you got the hell part right, bruv. It's a big storm blowing in. You don't want to get caught in the middle of that. Yeah, I see it. I got eyes on the hangar too. Yeah, that's our ticket out of here. Yeah, ran plenty of jobs out of that place. Feels like a lifetime ago. We will get you back to that life. You just gotta stick to the plan.
which means you need to get your ass to the habitat dome. How the hell am I supposed to get there? No one said this would be easy, but trust, I got your back. What is that supposed to mean? I used to work down there, collecting research, you might say. I made some recordings. The software I uploaded to your core will trigger them when you get close. Just follow them and you will get to the dome. Then what? I'll pick you up at the tram station. Easy peasy. All right. I'll be in touch. No. No, you won't. You're going underground, man. No signal till you reach the dome. Oh, that figures. Is there anything else you haven't told me? Look, just get a move on, yeah? There should be a hatch nearby. And, good luck, Jacob. Yeah, you too. Okay, also hier geht's dann weiter vermutlich. Und was noch hier? Jetzt hätte ich tatsächlich mal ganz gerne wieder einen Reforger, weil wir haben jetzt noch ein paar, also mindestens zwei Sachen, die wir verkaufen können. Ja, ein bisschen Space haben wir auch noch. Habitat. Okay. Okay. Also hoch kommen wir nicht mehr. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Ist ja schon ein neuer Abschnitt. Okay, 500 ist natürlich okay. Für 100. Wir sind aber auch geizig hier, mein lieber Scholli. So, was wollen wir verbessern? Wir Schaden an der... wir könnten unsere... Was ist das eigentlich? Fügt eine alte Feuermodul hinzu, explosive Patronen abfeuert, okay. Finde ich auch gut. Aber wir machen so viel mit dem Nahkampf, dass wir, dass eine Schadenverbesserung hier sinnvoll ist. Ja, das ist unsere Brot- und Butterwaffe. Das macht am meisten Sinn, würde ich sagen. Also denn, da gehen wir mal runter. Schönes Sounddesign übrigens. Fällt mir echt gut. Das hat schon echt hohe Produktionswerte, das Spiel. Kann man nicht anders sagen. Aber es gibt viel, was ich sehr gut finde an einem Spiel bis jetzt. Was liegt denn da?
Wird das jetzt einfach wieder so ein Arena-Kampf? Folge dem roten Rohr. Ja, und wie kriege ich jetzt das, was hier oben drauf liegt? Da liegt doch irgendwas drauf. Das möchte man doch haben. Will doch jeder haben. Weil es da oben liegt. Ha. 200 Credits. Okay, noch mehr. Ich kann schwer nicht in den Revolver-Munition, okay. Ja, hätte ich schon ganz gerne. Ja, gefällt mir besser so. Okay, dann haben wir noch ein bisschen... haben auf jeden Fall ein bisschen Energie, das ist ganz geil. So, wir kommen jetzt hier durch. Okay. Das ist so schon mal nicht. Follow the red pipe. Ach so, es ging darum, das hier wegzutransportieren. Okay, jetzt sehe ich das. Sorry, ich hat's verpeilt. Wir gucken uns hier noch einmal um. Jetzt weiß ich, warum ich das Spiel noch so ein bisschen vom Gameplay. Also so insgesamt ist das Spiel so eine Mischung aus, naja, ganz offensichtlich Dead Space. War ja auch, glaube ich, die große, also einige der Hauptentwickler oder Produzenten mit dran gewirkt haben hier an Callisto Protocol. Dann hat das immer noch so ein bisschen was von Doom. So von der Atmosphäre hier. Statt Mars sind wir ja auf dem Jupiter-Mond. Und das hat sich auf jeden Fall groß angehört. Und so vom Nahkampf her, mit der Nahkampflastigkeit, fühle ich mich fast so ein bisschen an God of War erinnert. Und jetzt bin ich aber bei Resident Evil in der Kloake. Ja, war ein Kacke-Mixer. Boah. Ist das fies.
Da ist doch jemand hinter uns, habe ich ja gehört. So. Und im Hintergrund hören wir den Übeltäter, der sitzt da mit Dünnpfiff auf dem Klo. Habt ihr es gehört? Da. Versucht alles rauszudrücken, was geht. Komm, wir erlösen ihn mal. Guck, der scheißt sich hier schon ein. Wow. So ekelhaft, ey. Mit der Nase. Okay, aber wo bitteschön soll der hin verschwunden? Ach so, da oben. Okay. Oh. Übel. Übel, übel. Das hört sich auch nicht so gesund an. Okay, also durch hier krabbeln wir dann durch. Einmal kurz checken, was wir hier noch haben. Okay, noch ein Gegner. Kann ich hier irgendwo anders? Okay. Finish him. Ah, okay. Ich hatte die Nadel nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich hier dran nieten. Was das? Ach so, nee, hier oben geht's noch hoch. Springt mich da auch gleich wieder einer an. Where am I going? Ja, was weiß ich? Ich sammle hier Dinge ein. It's now approximately 3 hours post-release. The rate of evolution is staggering. Organic camouflage, biophagic secretions, as if it's adapting to the environment, or adapting the environment to itself. Down you go. What have you done? Es dauert aber ganz schön lange, bis die Stasi aufgeladen ist, so. Warte mal, einmal kurz hoch. Was war da? Nix. Oder? Hier war, glaube ich, nix. Aber da hinten war noch, glaube ich. Also, ich habe mindestens eine Truhe gesehen und. Genau, hier diese verschiebbare. Aber ist ja gar nicht verschiebbar. Wow. So, hier liegen ja lauter Sachen drin. Was können wir wieder nicht mitnehmen?
Also Muni wollen wir schon haben. Tja, einmal Energie. Ist gerade voll. Energieumwandler und Akkusatz. Also Energieumwandler kann man sein lassen. Akkusatz haben wir halt auch einen am Start. Naja, brauchen wir gerade irgendwie nicht. Naja, das brauchen wir halt jetzt nicht für die nächsten 30 Meter, aber danach schon. Oh oh. Liegen lauter Gliedmaßen und irgendwie sieht das ja auch nicht so gesund aus. Oder ist das jetzt hier Teil des... Okay. Das ist einfach Gestein, ne? Mist. Das hier sieht tatsächlich nach einer kleinen Arena aus. Bewegt sich auch was. So, auf jeden Fall aufpassen, ob hier uns wieder irgendwas anspringt. Die Wände sehen auch gefährlich aus. Ich duck mich mal. Was haben wir hier? Nix. Doch, wieder so ein Scheiß wie. Sich wieder irgendwie um die Ecke springt und. Was ist mit dem denn hier? Ah, ich hab ihn erwischt, ne? Ich glaube, ich hab ihn erwischt. Ich da hin, ne? So, hier haben wir auf jeden Fall eine Sicherung. Ist alles voll von den Dingern da. Two Fuse Boxes. Okay, also zwei Sicherungen. Eine haben wir. Die zweite muss man schon irgendwie erarbeiten. Ach, hier ist die zweite. Naja. Ja, Mann. Okay. Kleiner Überfall aus dem Nichts. Nummer 1. Das ist scheiße, ne? Wie kann man sich diesen Viechern nennen?
Jetzt, jetzt habe ich dich am Sack, Junge. Und tschüss, Mann. Ich habe ihn gehört. Irgendwie so ein Grummeln hier auf meinem Ohr. Rechte Seite. Naja. Ja, sehr angenehm, dass wir jetzt hier mal hin müssen. Und diesem Teil hier den Rücken kehren müssen. Aber was bleibt uns übrig? So, irgendwas läuft jetzt hier wieder, keine Ahnung. Sieht gut aus. So. Ich erwarte, überfallen zu werden. Ah, okay, die habe ich gar nicht gesehen. Wunderbar. So, haben wir noch mehr Spinte? Das wäre ganz cool. Auf die Spinte habe ich eben nicht geachtet, aber hier gibt es keine mehr. Na gut, dann. Dann gehen wir mal hier durch. Was wir finden, ist eine verschlossene Tür. Ah, okay. Deswegen gehen wir erstmal woanders hin. Deswegen gehen wir erstmal dahin, wo all die abgetrennten Glieder sind. Ich trau dieser Scheiße nicht. So, was haben wir noch? Was müssen wir drin lassen? Die Energie nehme ich jetzt aber mal mit. So, dann nehmen wir das mit. Ist der wenigstens makellos? Der Energieumwandler? Weiß man nicht. Na super. Hier sind wieder lauter Energieriegel. Das sieht ziemlich eklig aus. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das nämlich hier schon gekillt hätte. Makellose Energiewandler. Jetzt steht's hier. Wir haben einen Makellosen und den, dann opfern wir den hier für den Makellosen. Und dann haben wir ein bisschen mehr Credits. So, und nochmal, wie viel? Einmal Energie. Ja, mehr kriegen wir sowieso nicht. Kriegen wir sowieso nicht. Das sind ja nur, ist ja nur eine. Ja, das sind alles nur so. Ah, Energieriegel. Ah, okay. Hier sind wir. Okay. Alles klar. Gut, okay. Kleine Runde gedreht.
So, das Wasser sieht jetzt schon wieder klarer aus. Oh oh. Ja. Das war besonders angenehm. Sagen wir einfach mal, es ist eine Forelle, die sich hier verirrt hat. Einfach nur eine Forelle. Oh oh. Das ist so ekelhaft hier. Okay. Ja, also irgendwie ein bisschen was bekommen haben wir, aber ich schätze, das war wegen dieses kleinen Viechs. So. Hier ist ein bisschen alter. Haben die aber auch echt bemerkenswert widerlich designt, die Dinger. Also. So, hier geht's nicht durch. Nö, warum auch? Da kommen wir ja her. Okay. Warum kann ich ja nicht laufen? Naja, folgen wir mal weiter dem roten Rohr hier. Oh, Alter. Ja, da müssen wir eh nicht lang. Ist schon klar. Hier irgendwas? Ne. Okay. Einmal das Ventil bewegen. Okay, das hat das runtergeklappt, ist die Frage. Das ist nicht runtergeklappt, okay. Können wir da nicht durch. So. Nice. UJC Printing. Have a united day. Ja, super. Da kriegt man ja eigentlich mal eine Tragekapazitätserweiterung. Also es ist ja, wird ja sowas von Zeit dafür. Liegt hier noch was rum? Da können wir halt noch einen kleinen Rückweg machen. Aber, bevor wir weitermachen, mache ich an der Stelle einen kleinen Schnitt. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter The Callisto Protocol spielen. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute. Ciao.